such a beauty with nothing to compare. She owns wind and golden hair and morning in her smile. And every time I see her, she makes my heart beguile. She owns wind and golden hair and morning in her smile. And every time I see her, she makes my heart beguile. Ja, hi. Tag Nummer 1. I walk to be. So, heute ging es los. Von Oslo nach Paris. Und habe mich heute mit meinem Team getroffen. Und sind gerade zurück vom Dinner, haben was gegessen. Ja, und spüre noch eine ziemliche Müdigkeit jetzt in meinem Körper. Das ist irgendwie jedes Mal so, jedes Mal, wenn ich reise, spüre ich ganz klar, wie der Körper dann doch nach Ruhe fragt. Und das werde ich ihm jetzt auch gleich geben, wenn ich das Video aufgezeichnet habe. Also erstmal, das ist ja nun Tag 1, 29. Dezember 2019. Und wir sind noch nicht am Laufen. Obwohl wir heute eine kleine Detour gemacht haben, bevor wir unser Hotel gefunden haben. Das ist ganz witzig, wir standen eigentlich schon davor und haben es dann doch verpasst. Sind dann erstmal für 15, 20 Minuten um den Block gelaufen, bis es dann klar wurde, oh, da ist es ja, nachdem wir die große Leuchtreklame gesehen haben. Naja, gut. Ja, das war schon ganz witzig. Ja, Anreise war super, nach Paris rein. Eine gute Zugverbindung bekommen in die Stadt. Metro wird bestreikt, weil hier ist ja genereller Streik in Paris, ich glaube in ganz Frankreich. Und, aber unser Zug morgen ist bestätigt, dass der auf jeden Fall uns runter nach Saint-Jean-Pied-de-Port bringt. Also erstmal nach Bayonne und dann nach Saint-Jean runterbringt. Ah, ich freue mich riesig, dass das jetzt wirklich auch passiert. Dass dieser Winterwalk passiert und dass wir gleichzeitig diesen Film drehen werden, von dem wir noch nicht genau wissen, was dabei herauskommt. Ich habe mit dem Ronny Bartel ist ja mein Kameramann hier vor Ort. Wir haben uns darüber heute schon so ein ganz, ganz kleines bisschen unterhalten, wie das ablaufen könnte und wie ich mir das geplant habe und so weiter und so fort. Und musste ihn natürlich überraschen. Also für ihn war es die Überraschung, für mich ist es ja nicht so eine Überraschung. Dass wir uns einfach davon leiten lassen, was sich, sag ich mal, in dem gegebenen Augenblick bietet oder anbietet. Was ist in uns in dem Augenblick? Wie viel Energie? Keine Ahnung, was immer sich auch meldet. Und habe ihn natürlich eingeladen, da einfach auch mit reinzugehen. Ich weiß, dass wir einen wundervollen Film machen werden und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass was Wunderschönes dadurch auch entstehen wird. Weil wir halt das, was uns sich zeigt im gegenwärtigen Augenblick, wir natürlich, wenn du so willst, nutzen. Es einfach authentisch zeigen, authentisch darstellen. Das ist ja auch der ganze Gedanke. Aber jetzt heißt es auf jeden Fall erstmal schlafen gehen, ausruhen. Morgens nochmal ein Reisetag, allerdings nicht mit dem Flieger, sondern einfach nur mit dem Zug. Das ist doch auf jeden Fall eine etwas andere Geschichte, relaxter. Der Körper muss sich nicht so viel umstellen mit den Druckverhältnissen im Flugzeug und draußen. Und insofern denke ich mir, wenn wir eine ganz relaxte Anreise runter nach Bayonne und dann weiter bis nach Saint-Jean, wo wir dann um 1.30 Uhr am Nachmittag schon sein werden. Okay, ihr Lieben, das war's jetzt erstmal. Tag 1 auf der Reise, A Walk to Be. Der Kreation eines wundervollen Films und wir sind offen zu allem, was sich in der Kreation zeigt. A lady young and fair, and of
such a beauty with nothing to compare. She owns wind and golden hair and morning in her smile. And every time I see her, she makes my heart beguile. She owns wind and golden hair and morning in her smile. And every time I see her, she makes my heart beguile. So once you